wünsche euch einen schönen dritten Advent. Ich denke, dass das Video dann online gehen wird. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Adventszeit bis jetzt gehabt. Heute basteln wir zusammen etwas wieder mit Sperrholz und machen ein bisschen Dekoupage. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wir schießen direkt los. So schöne, stabile Tags zu machen, die man dann mit Dekoupage verziert, benötigt ihr einen Bleistift, ein Metalllineal, eine gute Schere, ein gutes Teppichmesser, Pinsel in verschiedenen Stärken für unser Gesso in Weiß und für den servierten Lack. Dann eine Feile, vielleicht noch, wenn ihr möchtet, einen kleinen Schleifklotz mit Schleifpapier. Ich habe hier jetzt ein kleines Gerät, mit dem ich Löcher bohren kann, liegen. Dann Sperrholz. Ihr könnt alles, was ich heute mache, nicht nur mit Holz machen, sondern auch mit Pappe, mit verschiedenster Dicke, so wie ihr das möchtet. Ich mache es hier aus Pappe-Sperrholz. Dann habe ich noch verwendet ganz viele verschiedene Servietten, beziehungsweise das sind Taschentücher. Ich benutze ganz gerne Taschentücher, weil die ein bisschen besser zu handeln sind. Wenn man die auspackt, hat man dann meistens öfter dieses Motiv. Und ich zeige euch da gleich so ein paar Beispiele. Da gibt es ganz viele verschiedene Marken, die könnt ihr alle sehr gut dafür verwenden. Oder ihr nehmt halt eben Servietten oder Reispapier. Ich habe mir jetzt mal eine zusätzliche Unterlage. Solch ein Sperrholz bekommt ihr, das ist meine billige Kraftmatte von Action, die benutze ich gerne zum Schneiden und für alles Mögliche, was jetzt nicht jetzt auf meiner schönen Matte hier fürs Filmen sein muss. Dieses Sperrholz, das bekommt ihr im Baumarkt, überall, auch in Bastelgeschäften manchmal und im Holzbedarf natürlich generell. Es gibt dafür Fachgeschäfte, aber wie gesagt, ich habe sie bis jetzt in jedem Baumarkt auch gefunden. Erkundigt euch mal. Meistens gibt es irgendwo eine Ecke mit so einem Aufsteller. Ich hatte jetzt ganz große in A3, man kann die aber auch in A4 kaufen und kleiner, das ist jetzt ein kleiner Rest. Was wir jetzt machen müssen, ist darauf, unseren Tag vorzuzeichnen. Ihr seht, die Maserung verläuft von hier nach hier. Das heißt, hier ist das ein bisschen flexibler, das Sperrholz, als hier. Das heißt, hier, das kann ich nicht so in die Richtung ganz gut biegen. Also, wie ich möchte meine Tags jetzt so gestalten, dass sie sich nicht so leicht in diese Richtung biegen und dementsprechend werde ich das mir, denke ich mal, so aufzeichnen. Ich probiere mal ein bisschen. Ich habe es jetzt schon mal schnell aufgezeichnet, damit das Video nicht allzu lang wird. Ich habe jetzt einen Tag mir in der Größe von 14 x 7 cm hier aufgemalt. Ich glaube, dass man das in jeder Größe machen kann, je nachdem, was für einen Servietten oder Papiermotiv ihr ausgewählt habt und darauf halt später in Dekoupage aufbringen möchtet. Man kann dieses Pappe-Sperrholz sehr gut mit einem stabilen Teppichmesser schneiden. Man braucht ein bisschen Geduld. Natürlich kann man das auch sägen. Ich persönlich bin jetzt immer dafür, im Bastelzimmer halt nicht so viel Dreck zu machen und werde das jetzt hier mit dem Cuttermesser machen. Ja, aber wie gesagt, wenn man eine Säge hat, eine Feinsäge zum Beispiel, damit funktioniert das auch wunderbar. Ich lege jetzt hier mein Aluminiumlineal an. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Solche Messer, liebe Kinder, falls Kinder zuschauen, bitte macht das mit Mama und Papa. Die sägen euch das zurecht oder schneiden euch das zurecht. Ihr säbelt euch dabei vielleicht in den Finger. Das ist gar nicht ungefährlich. Passt bitte auf euch und hört auf eure Eltern, was das angeht. Ja? So, ich ziehe jetzt mehrfach an dem Alulineal oder an dem Edelstahllineal hier lang. Das ist, glaube ich, kein Aluminium. Und ich habe es schon knacken gehört. An einer Stelle bin ich hier schon durch. So. Immer wieder lang, bis ich die Kante hier abgetrennt habe. So, wunderbar. Ich bin durch. Bin nicht durch die Matte durch, aber insgesamt durch. So. Dann habe ich hier die Seite. Da mache ich genau das Gleiche. Ich zeige es euch jetzt mal so rum, falls man das besser erkennen kann. Ich ziehe das immer wieder einfach hier an dem Lineal lang. Vorsichtig, dass ich nicht abrutsche. Ich gehe gar nicht so tief, also ich übe gar nicht so viel Druck aus. Ich benutze wirklich ein scharfes Teppichcuttermesser, also Teppichmesser, was eine ganz stabile Klinge hat. Das kann man nicht mit diesen dünnen Dingern machen von Tim Holtz und so weiter. Ich bin jetzt hier ein bisschen verrutscht, ist gleich aber nicht so schlimm. Macht das bitte nur mit so einer stabilen Klinge, die man wirklich nicht verbiegen kann. So, ich gucke mal, dass ich das hier wieder reguliere. Dadurch, dass ich nicht so tief bin, ist das aber nicht so wild. Ich werde das jetzt einmal nochmal hier rüberziehen. Ich höre es schon knacken. Man merkt immer, wenn man dann durch ist.
So, ich mache das jetzt mal auf Kamera fertig und zeige euch das Ergebnis. So, ihr seht, ich habe jetzt ganz oberflächlich hier so ein bisschen reingekattert. Ist aber nicht schlimm, da kommt noch Gesso drauf und wie gesagt, unser Decoupage kommt da drüber und da ist nichts eingerissen oder so. 14 mal 7 cm ist unser Tag jetzt groß. Ich radiere das jetzt mal weg. Das habe ich mir nur als kleine Gedächtnishilfe aufgeschrieben für euch. So, und jetzt ganz wichtig, wir müssen oben natürlich, dass der Tag ein Tag wird, auch noch diese Schräge hinbekommen. Da lasse ich mir ein bisschen länger Zeit für. Viel schneller als erwartet. Ich lege diese Stückchen, wenn ihr das noch nicht auf der anderen Seite vorgezeichnet habt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, deswegen habe ich mir das schon angezeichnet. Aber man kann es auch so anlegen und dieses Stückchen, was man abgeschnitten hat. Mit Pappe geht das Ganze natürlich noch viel, viel einfacher. Und dann zeichne ich mir das an. Jetzt trenne ich noch die zweite Seite ab hier. Und dann haben wir unseren Tag, unsere Vorbereitung, bevor es an die Weiterverarbeitung geht, schon fast fertig. Und das zeige ich euch dann gleich. Mit dem Gröbsten fertig. Und wie gesagt, ich mache mir immer ein kleines Schleifpapier, das jetzt schon ein bisschen gebraucht hier. Ich habe natürlich schon vorbereitet mit einem Schleifklotz bzw. einem stabilen Schaumstoff darunter fertig. Dann kann ich die Ecken und Kanten hier ein bisschen brechen, Kanten brechen, sagt man. Ich gehe hier einmal rüber an den Seiten. Das mache ich eigentlich immer an der frischen Luft am liebsten, weil ich hier keine Absaugung oder ähnliches habe, weil wenn man zu viel von dem Schleifstaub einatmet, das ist garantiert nicht gesund. Außerdem verdreckt man sich schon ganz schön den Raum, das ist sehr pulverig. Aber wie gesagt, ich mache jetzt einmal das hier vor der Kamera. So viel ist es jetzt auch nicht bei einem Tag. Und die anderen habe ich schon vorbereitet. Wie gesagt, das ist halt Sperrholz, das bricht auch manchmal ein bisschen weg hier beim Schneiden, auch beim Sägen passiert das. Das ist nicht schlimm, da schleift man drüber, das ist ein bisschen ungleichmäßig, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Einmal auf der Vorderseite und einmal auf der Rückseite. Wie gesagt, da kommt ja auch noch ein bisschen Farbe gleich drauf, alles gar kein Problem. Schleife ich mir einfach mal ein bisschen, so dass ich mir keine kleinen Splitterchen einziehen kann oder so. Das muss nicht ganz glatt werden, darum geht es gar nicht. So, ich mache jetzt hier ein bisschen sauber und dann machen wir weiter. Auch haben, dass mein Tag jetzt noch ein Loch bekommt. Ich nehme jetzt mein Lineal und ich denke, ich möchte das Loch so ungefähr ein bisschen in diesem oberen Bereich haben, wo es noch nicht abgeschrägt ist. Ich kann das ungefähr hier an meiner Schneidematte sehen, ja, wo es mittig ist. Mache mir hier eine Markierung, schnapp mir dann meinen kleinen Bohrer, den ich hier habe. Ihr könnt dafür auch einen Handbohrer nehmen oder wie gesagt eine Stanze, wenn ihr Papier verwendet. Hier habe ich mir so eine kleine Unterlage gemacht, damit ich mir nicht in die Schneidmatte bohre. Das hier ist jetzt nicht ein super geeigneter Bohrer. Mein Holzbohrer ist leider kaputt gegangen, beziehungsweise nicht mehr einsatzfähig und da gibt es nämlich so eine kleine Spitze drauf, so eine Zentrierspitze, dann bleibe ich mittiger und das ist ein bisschen leichter, aber hiermit geht es jetzt auch, ne? Ist eigentlich für Metall, aber wie gesagt, benutzt immer das richtige Werkzeug, das macht mehr Sinn. So, ich muss das jetzt einmal hier so richtig halten, dass ich mir nicht... So, man merkt schon, wenn man durch ist, wenn ihr ungeübt seid, macht das bitte nicht ohne Unterlage, die ein bisschen dicker ist, sonst macht ihr euch noch etwas kaputt. Ja, so, das sieht ganz gut aus. Das soll ja auch nur ein kleines Loch sein, damit ich ein Bändchen da nachher durchmachen kann. Und ja, so können wir schon weitermachen. Ich habe mir natürlich nicht nur große Tags vorbereitet, sondern auch ganz viele kleine. Ihr seht, manchmal ist das Holz ein bisschen gemaserter. Die will ich alle nämlich heute verwenden. Ich habe verschiedene Motive mir auch besorgt von den Servietten und von den Taschentüchern, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich vorbereitet für den großen Tag einen schönen Vogel, den finde ich super winterlich und das ist nicht ganz so weihnachtlich jetzt. Dann habe ich mir vorbereitet hier Weihnachtsmänner in verschiedenen Varianten. So, dann habe ich mir Hirsche vorbereitet. So, dann die süße Eule hier, die habt ihr gerade schon gesehen. Ja, und ich zeige euch mal, wie das genau funktioniert. Also mit den Taschentüchern muss man halt immer schauen, wie oft ist das Motiv hier drauf. Wenn man die aufklappt, kann man entweder Glück haben und das Motiv ist zum Beispiel 6
achtmal, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal hier drauf. Das war bei der Eule hier der Fall. Dann habe ich direkt für 8 Tags die Eule mir ausgeschnitten. Oder es ist halt so wie hier drauf, dass es zweimal da drauf ist oder nur ein großes Motiv. Man muss natürlich gucken, was will man haben und wofür möchte man es verwenden. Also diese wäre jetzt für mich hier nicht geeignet, vielleicht für einen größeren Tag wieder, aber nicht für diese kleinen, die ich vorbereitet habe. Ihr seht, das könnt ihr super mal hier drauflegen. Ja doch, das wird auch funktionieren, wenn ich mir das ausschneide. Aber schauen wir mal, ob wir die gleich überhaupt dann noch verwenden. So, und dann gibt es halt solche Motive, das schneiden wir jetzt mal zusammen aus. Das möchte ich nämlich ja auch unbedingt verwenden, was dann vielleicht noch ein Muster oder ein Abschluss, eine Bordüre hat. Ich habe da immer so einen kleinen Trick, den ich gerne verwende, um die Rückseiten vor dem eigentlichen Decoupage abzulösen. Ich nehme mir einen kleinen Klebestreifen, babs einmal auf die Rückseite und hoffe dann immer, dass ich die Serviette oder die Rückseite vom Taschentuch gut erwische und mir die Schichten angelöst werden. So, da kann man auch noch super was mitmachen, da zum Thema Upcycling, für Hintergründe benutzen oder für andere Dinge, zum Wischen zumindest oder ähnliches. Die schmeiße ich jetzt nicht weg. So, und hier, das ist glaube ich vierlagig. Ich teste einmal kurz. Ja, hier ist nämlich noch eine Schicht drauf. Ihr seht, mit dem Kleber geht das wunderbar von Tesafilm oder vom Klebestreifen. Ich löse das jetzt mal vollständig ab, ganz vorsichtig, damit nichts, also diese Schichten sind manchmal hauchdünn, dass nichts kaputt reißt. So, ich lege mir das mal hier beiseite. Wie gesagt, das kann man auch sehr gut benutzen. Das ist jetzt ganz hauchfein, man sieht, man kann meine Hand fast darunter sehen. Deswegen müssen wir gleich auch den Untergrund vorbereiten. Und ich schneide mir, das könnt ihr entweder vorher machen und das nacheinander ablösen oder jetzt, wenn ihr euch das zutraut, auch wenn das so hauchfein ist. Ich schneide mir das jetzt so, dass ich 8 Tags daraus machen kann. Muss nicht super gleichmäßig sein, weil wir die Tags sind ein bisschen kleiner als diese Taschentuchgröße. Aber einigermaßen, dass ich mir nichts kaputt schneide. Ich denke mal so direkt neben dem Schwänzchen. Jetzt hier zwischendurch zu schneiden ist auch nicht so einfach, aber ich gebe mein Bestes hier. Ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera richtig. Ihr seht, glaube ich, jetzt gerade mehr als ich. So ganz wird es nicht passen. Der Knick ist jetzt nicht ganz immer am Bild. Deswegen lässt sich das so schlecht schneiden hier. Ich hoffe, das macht nichts. Ihr erkennt trotzdem noch genug. So, und dann habe ich hinterher jetzt 8 von den Motiven, die ich für die Tags benutzen kann. Die kleinen Tags haben bei mir übrigens die Größe 5x10 gehabt, die ihr gleich sehen werdet. So. Wie gesagt, man muss nicht alle verwenden. Hier fehlt ein bisschen was von den Vögelchen an den Seiten. Sucht euch die schönsten aus. Das ist ja eine Menge, was man aus so einem kleinen Tuch rausbekommt. Ich finde, das kann man sehr gut so vertreten und verschmerzen, wenn man da mal 1, 2 aussortieren muss. Ich lege mir die jetzt mal an die Seite. Und wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, sowas auseinanderzuschneiden. Wir müssen den Untergrund nur ein bisschen vorbereiten und dafür mache ich jetzt mal Platz. Viele dieser Tags herstellen und dafür habe ich mir jetzt schon mal mehrere hier hingelegt und vorbereitet. Ich nehme jetzt wirklich ein ganz günstiges Gesso, das ist nicht wichtig, dass ihr ein teures nehmt und bereite mir das vor. Ich muss ein bisschen Trocknungszeit einrechnen. Ne? Das heißt, ich werde jetzt erst eine Seite einstreichen mit dem Gesso. Dafür könnt ihr einen großen Pinsel nehmen. Der ist jetzt eigentlich ein Lasurpinsel, soweit ich weiß, aber das funktioniert damit auch ganz gut. Oder auch eine Rolle. Je nachdem, mit was ihr so gerne arbeitet, das ist alles super dafür geeignet. Also ich werde jetzt die Vorderseite und die Seiten mit dem Pinsel hier einstreichen. Ich nehme immer gerne einen Pinsel für sowas. Wie gesagt, viele arbeiten auch gerne mit einer Schaumstoffrolle. Also, wie gesagt, die Seiten schön einpinseln. Das geht ganz, ganz fix. Man kann ganz viele gleichzeitig auch herstellen, wenn man das gut vorbereitet hat. Wie gesagt, auf einer Säge geht sowas natürlich viel schneller. Da müsst ihr mal selber entscheiden und gucken, was ihr so zu Hause habt, für Möglichkeiten habt, wenn ihr mehrere gleichzeitig herstellen wollt. So. Ich putze mich immer ein bisschen an. Wie gesagt, ihr könnt auch Handschuhe anziehen. Ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, Handschuhe zu haben. So, kann ich jetzt gleich erstmal so trocknen lassen. Und ja.
ja, ich glaube, das ist nicht so spannend. Ich streiche jetzt erst die eine Seite an, lasse das trocknen und streiche dann die andere Seite der Tags an. Ihr könnt euch denken, wie schnell das geht und die Trocknungszeit ist, glaube ich, für euch auch nicht so interessant. Ich hole euch mal gleich wieder dazu. Ich habe mir jetzt meinen Serviettenkleber bereitgestellt. Mein Tag ist von beiden Seiten mit weißem Gesso angemalt oder vorbereitet. Ich zeige euch nochmal, warum das so ist. Hier ist meine Serviette bzw. mein Taschentuch. Und wenn ich das jetzt hier drauf gebe, seht ihr, dann fängt das so richtig an hervorzutreten. Und wenn ich jetzt nochmal hier zum Vergleich etwas Naturfarbenes nehme, dann habe ich den Hintergrund da auch durchscheinend. Das sieht dann nicht so schön aus, das leuchtet dann nicht so. Ja, und wenn man das dann mit dem Serviettenkleber aufklebt, oder Decoupagekleber aufklebt, dann sieht das manchmal nicht so toll aus. Jetzt meinen Decoupagekleber, weil ich ja mehrere Tags mache, hier ein bisschen in das Glas. Der ist meistens eh schon recht flüssig. Ich möchte jetzt auch nicht so viel gleichzeitig verarbeiten. Deswegen werde ich mir das hier so beiseite packen. Erstmal grundiere ich die Fläche. Gleichmäßig, aber auch schon dick. Also es muss wirklich überall etwas hinkommen, ja? Das ist ganz wichtig, damit das halt gleich auch gleichmäßig aufklebt. So, ich muss gar nicht so nahe kommen, ne? Also wie gesagt, hier einmal quer den Kleber drauf, einmal diagonal. Am besten in alle Richtungen auftragen, und da mein Motiv jetzt hier in die Richtung ist, man kann das vorher auch auf mit Wasser und so weiter auf ein Papierchen auftragen. Ich zeige euch diese Technik noch mal, aber hier bei so kleinen Sachen finde ich das gar nicht nötig. Ich platziere mir jetzt das Motiv so, wie ich es haben möchte, lege das ganz vorsichtig auf, streiche das mit viel Kleber von innen nach außen fest. Bin dabei ganz vorsichtig. Es darf nicht angetrocknet sein. Dann reiße ich mir nämlich sofort meine Serviette oder mein Taschentuch kaputt. Nicht 10-mal drüber gehen. Wirklich nur schauen, dass die Kanten raus sind und dass man wirklich bis zum Rand verklebt hat. Und dann ist das auch schon fest. Das ist jetzt ein Decoupagekleber. So, mehr mache ich nicht, sonst fängt das an zu reißen. Das ist jetzt ein Decoupagekleber, den man direkt zum Versiegeln benutzen kann. Also ein Serviettenlack, der oben drüber auch die Schicht direkt bildet. Dann hat man das schon fast fertig. Ich lasse das jetzt wirklich gut durchtrocknen, bevor ich weitermache. Und mache mal ein paar kleinere Tags, die ich hier oben stehen habe, die auch schon grundiert sind, mit euch weiter. Ich habe ja noch ein paar andere schöne Motive hier gehabt. Die haben wir jetzt gerade zum Beispiel hier zusammengeschnitten. Kann ich jetzt mal so rumverarbeiten. Ich grundiere wieder mit dem Decoupagekleber. Einmal so, mal so rum, bis wirklich alles bedeckt ist. Gebe das Motiv auf. Vorsichtig und streiche von innen nach außen die Serviette oder das Taschentuch fest. Schau, dass ich genug Kleber auf meinem Pinselchen habe, dass ich nichts zerreiße, dass noch nichts noch schon angeklebt ist. So, pack das zur Seite zum Trocknen. Noch mal ein anderes Motiv, ein weihnachtliches, nehmen wir mal jetzt hier. So. Den Weihnachtsmann, den fand ich so schön freundlich hier. Gehen wir den mal auf. Zack, guck, dass es auch schön gerade ist. Der sympathische Bart auch mit drauf bleibt. Wieder von innen nach außen feststreichen. Gerade bei so dunklen Motiven ist das wirklich wichtig, dass man einen hellen Untergrund hat, damit das leicht zur Geltung kommt nach dem Trocknen. So, wir machen noch ein paar andere Texte zusammen. Jetzt sind wir gerade im Flow. Ja, wir nehmen mal diese Seite. Damit
Untergrund festmachen. Ich habe jetzt hier ein etwas größeres Motiv gehabt. Schauen wir mal, ob wir das auch so schön aufbringen können. Ich möchte nämlich noch ein bisschen von dem Geweih hier drauf haben. Ganz vorsichtig. So, ja, das reicht mir. Man sieht noch, was es ist. Schön. Gut. So. Nicht zu oft drüber gehen, wie gesagt, das ist sehr zart. Und was wir hier noch für schöne Motive an den Seiten liegen haben. So, das ist mal das Letzte, was wir zusammen machen. Ah, nehmen wir noch mal ein Eulchen. Die fand ich sehr süß. So, Kleber zur Seite hier. Schau, dass ich auch alles abdecke. Genau. Arbeite mich von innen nach außen. Gleichmäßig hier noch mal drüber. Toll. Gut. So, ich mache noch ein paar fertig und hole euch dann wieder dazu. So, je nach Kleber dauert das immer ein bisschen länger, bis etwas angetrocknet ist. Wovon ich euch wirklich abrate, ist das mit dem Heat Embossing Tool oder so zu machen oder mit einem Föhn. Besser wirklich trocknen lassen, also wirklich Geduld haben. So, und dann nehme ich meine Feile. Und schneide das jetzt nicht ab, sondern gehe mit meiner Feile über die Ecken und Kanten bzw. und schmiege dabei sozusagen einmal das lackierte Servietten- oder Taschentuchpapier ab. Meine Feile ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Die war auch schon mal besser. Aber ihr müsst bedenken, das ist wirklich ein Lack. Die Oberfläche ist jetzt relativ hart. Gleich bin ich einmal rum. Dabei schleift man nochmal schön die Ecken an und Kanten an. Ja. Durch den weißen Untergrund leuchtet das auch alles wunderschön. Mir macht das jetzt nichts aus, dass wieder so ein bisschen die Holzstruktur beim Feilen rauskommt. Das passt jetzt gerade, glaube ich, gerade bei diesem schönen Vögelchenmotiv passt das auch sehr gut, weil das auch so leichte Brauntöne hier hat. Das darf dann so bleiben. So. Klasse. Jetzt gehe ich noch einmal hier so außen lang. Ja. So. Jetzt kann ich nochmal, also ich habe ja hier die Löcher vorgebohrt. Mal die anderen Text so lange beiseite oder ein bisschen hoch, dass wir hier weiterarbeiten können. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mein Poki-Tool und steche das sozusagen nochmal nach, dass es wieder weit genug offen ist. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr die Rückseite gestaltet. Da kann man noch mit Schabloniertechnik arbeiten. Das kann man beschreiben mit Papier, also mit Stiften, die wirklich einziehen und nicht zu sehr wie Alkoholmarker sich da reinziehen. Mit Kugelschreiber geht das zum Beispiel sehr gut. Ja, sowas kann man damit machen. Und was noch natürlich noch fehlt, ist ein Bändchen. Ich habe jetzt so verschiedene hier mal rausgeholt. Ich glaube, für das Weihnachtliche eignet sich wirklich das Rote ganz gut. Hier habe ich auch noch ein grünes. Ich glaube, ich nehme aber hierfür jetzt mal ein rotes Stückchen. Schnapp mir meine Schere. Ich möchte das wirklich nur ganz einfach da durchziehen. Das doppelt. Ich stecke das jetzt mal hier durch. Nehmen wir das Poki-Tool mal zur Hilfe hier. Ja. Na, einmal durch. Ja, da war noch ein bisschen Farbe drin. Im Loch. Guck mal, ich ziehe das mal so durch, dass das auch wirklich bündig ist oder anliegt. So. Kann auch eine Spitze nehmen oder irgendetwas, was ihr schön findet. Ich kürze das jetzt hier ein bisschen. Mir ist es ein bisschen zu lang. Und fertig ist euer Tag. So
So, ich zeige euch gleich noch die anderen. Ich habe jetzt verschiedene Bänder gefunden, die ich befestigt habe. Ich stelle fest, so ein bisschen diese Schleifenband sieht auch ganz schön aus. Vielleicht mache ich hier noch ein breiteres Band später dran. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich habe hier noch so ein paar Sprüche von Tim Holz zum Aufkleben und habe auch schon mal angefangen, hier die Sprüche aufzubringen. Und dann habe ich noch einmal mein Distress Ink geholt und dann die Ränder ein bisschen geinkt. Ich finde, das passt besser zu dieser ganzen Vintage-Geschichte, weil die Motive sind doch ein bisschen Vintage-lastig. Und das machen wir jetzt nochmal schnell hier bei dem letzten Tag zusammen. Natürlich sollte man das vor dem Bändchen machen, aber ich habe mir das erst im Nachgang überlegt. Und das kriegen wir auch so ganz gut hin. Verschieben wir mal ein bisschen, dann geht das auch noch schnell. Seht ihr, das bekommt dann ein bisschen mehr Kontur. Das hat mir wesentlich besser gefallen. Und ja, warum sollte man das dann nicht noch nachträglich machen, wenn es einem doch besser gefällt? So, ich glaube, als letzten Spruch, die anderen lasse ich erstmal so, weil ich nicht genau weiß, für was ich oder für wen ich die verwenden werde. Noch ein ganz klassisches Merry Christmas. Das Inken war jetzt auch noch mal einmal an den Rändern. So, ich hoffe, ich bin nicht zu viel auf Kamera. Aber ich glaube, da verpasst man nicht viel. Ich gehe einfach nur noch über die Ränder drüber. So, ups. Und werde dann jetzt einmal kurz noch ein bisschen Kleber unten drunter machen, weil das sonst, glaube ich, nicht ausreichend kleben wird. Man kann das dann auch mit Dekoupagekleber nochmal festigen und Moment, mal einmal kurz gucken, wo ich gerade bin. So, man kann auch noch mal mit Dekoupagekleber hier drüber gehen und dann hat man so eine lackartige Schicht. Wenn ich zum Beispiel Boxen oder irgendwelche Holz, sowas hier, solche Holztruhen und sowas verschöner mit Dekoupagetechnik, dann trage ich auch mehrfach den Lack auf und lasse ihn immer wieder trocknen zwischendurch. Das muss man bei solchen Holztags jetzt nicht, die werden ja nicht stark beansprucht. So, ich hoffe, euch hat das Zusehen ein wenig Spaß gemacht. Jetzt sind wir fertig mit unseren Tags. Ich hoffe, ihr habt eine tolle weitere Vorweihnachtszeit, einen schönen dritten Advent, falls ich das noch schaffe, das heute hochzuladen. Und bleibt mir bitte gesund, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.